Herzlich willkommen auf Team Football. Heute reden wir mal drüber, über das Skandal mit Mislintat und wie Gentner, Philipp Lahm und Sami Khedira beim VfB vorgestellt wurden. Ja, also ich war jetzt länger weg und das lag daran, weil ich im Urlaub war und jetzt ist auch schon Prüfungszeit bei mir. Ich mache dieses Jahr den Abschluss und deswegen wird es schon schwierig, regelmäßig Videos hochzuladen. Ich versuche es aber. Und jetzt starten wir auch schon direkt los. Wir reden mal über das Thema mit Mislintat, die Vertragsverlängerung von ihm und über das Skandal mit Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner. Also, bei der Mitgliederversammlung wurde es ja offiziell angekündigt, Sami Khedira und Philipp Lahm und Christian Gentner kehren zurück zum VfB. Am Montag wurden sie dann vorgestellt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist cool, dass die zurück sind, aber wie, die Art, finde ich einfach unheimlich problematisch, weil man hat sich nicht mit dem Sportdirektor Sven Mislintat hat abgesprochen, man hat keine konkreten Aufgaben für die zusammengestellt, man hatte bei der gesamten Pressekonferenz keinen Plan, wo oder wo, wofür man diese Leute hat, keinen konkreten Plan. Das ist einfach meiner Meinung nach traurig. Klar, auf sportlicher Ebene können sie helfen, aber es ist scheiße, dass man sich diese Leute jetzt ins Boot holt, bevor man überhaupt mit Mislintat verlängert. Und dass man Mislintat nicht mal mehr dazu holt. Der wird so angepisst deswegen sein. Also wirklich, wenn Werle jetzt wegen dem Scheiß nicht mit Mislintat verlängern kann, also dann kotze ich wirklich ab. Ich bin unheimlich wütend wegen der Scheiße. Also wirklich, man kann das doch alles schön besprechen. Schau mal, perfekte Marketingidee. Man kündigt vorm Spiel gegen Frankfurt an. Ja, wir stellen 3 Stars vor, die zum VfB zurückkehren wollen, alle mega gespannt, ja, ja. Und dann in der Stadionshow kann man schön chillig dann sagen, ja, wir haben 3 Stars zurückgeholt, Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner. Dann kommen die rein, epische Musik, man applaudiert und dann sagen alle was dazu, freuen sich, dass sie wieder da sind. Dann sagt Mislintat, ja, wir sind natürlich auch froh, dass wir jetzt auf den höheren Ebenen auch natürlich Leute haben, die uns wieder unterstützen und ihre sportliche Kompetenz, ihre Meinung, von ihrer sportlichen Kompetenz aus ihre Meinung dazugeben können. Und uns hat es ja ganz lang gefehlt und wir freuen uns jetzt, dass sie dabei sind. Nee, man macht es nicht so, man bringt die einfach so zum VfB, ohne mit einer der wichtigsten Personen in den vergangenen Jahren beim VfB mit einzuweihen. Das finde ich einfach traurig, dass man bis jetzt noch nicht mal die Vertragsverlängerung mit Mislintat begonnen hat. Das finde ich so lächerlich. Man will jetzt im November anfangen, in der Pause während der WM. Also ich hätte, sobald die Saison spätestens angefangen hätte, hätte ich mit ihm verlängert. Gut, mal abwarten, aber meiner Meinung nach war das alles nicht schlau und ja, jetzt mal schauen. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich reg mich unheimlich darüber auf. Aber gut, jetzt mal schauen. Ich glaube schon, dass die alle drei ihren Beitrag leisten können beim VfB. An sich ist es keine schlechte Idee. Die Art, wie man das gemacht hat, die Nicht-Absprache, keine richtige Idee, wie man die einbaut. Das finde ich einfach schade, dass man das nicht hingekriegt hat von VfB-Seite. Da hat man sich in gewisser Weise in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht. Ja, also, wenn man mit Mislintat nicht verlängert, dann weiß ich nicht, wie es mit dem VfB weitergeht, ehrlich. Dann bricht so eine wichtige Achse weg, also, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Infos mehr zu dem Thema verpassen wollt. Am Samstag gibt es noch einen Stadionvlog von mir vom Stuttgart-Frankfurt-Spiel, da könnt ihr gerne reinschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.